Der Hund gilt als bester Freund des Menschen. Und trotzdem verstehen wir ihn nicht immer richtig. Einige Fehlinterpretationen des Hundeverhaltens haben sich fest in unseren Köpfen verankert. Wir nennen dir in diesem Video die 12 größten Missverständnisse zwischen Hund und Mensch. Als erstes: Ohren anlegen bedeutet Aggression. Angelegte Ohren sind bei Hunden nicht immer ein Zeichen von Aggression. Es kommt stark auf den Zusammenhang an. Du musst darauf achten, in welcher Form sie angelegt werden. Zum Beispiel eng an den Kopf gedrückt oder leicht gedreht. Und wie seine übliche Körpersprache aussieht. Es handelt sich hierbei also nicht um eine eindeutige Drohgeste. Als zweites: Lass dich mal umarmen. Feste Umarmungen gehören nicht zu den Dingen, die ein Hund leiden kann. Wenn du deinem Hund etwas Gutes tun möchtest, dann streichel ihn zart an den Stellen, an denen er es sichtlich genießt. Kraulen am Hals oder Bauch ist oft sehr beliebt. Als drittes: Wedeln zeigt Freude. Schwanzwedeln ist ein Ausdruck von Aufregung und die kann positiv oder negativ sein. Auch hier kommt es wieder auf den Zusammenhang an. Sieht dein Hund aus der Ferne seinen Rivalen, dann drückt er durch das Schwanzwedeln seine Genervtheit aus. Begrüßt er dich, wenn du von der Arbeit kommst, dann freut er sich allerdings. Als viertes: Hunde, die hecheln, schwitzen. Hecheln kann bei Hunden auch ein Ausdruck von Stress sein. Stressbedingtes Hecheln erkennst du daran, dass die Lefzen weit nach hinten gezogen sind und die Zunge regelrecht steif erscheint. Ist deinem Hund nur heiß, dann sind die Lefzen und Zunge entspannter. Als fünftes: Das muss er doch hören, sehen oder riechen. Hunde besitzen zwar sehr gute Sinne, aber alles auf einmal ist dann doch zu viel für sie. Ist dein Hund gerade am Schnüffeln, dann kann es sein, dass er für alles andere gerade nicht verfügbar ist. Rufst du ihn in diesem Moment, dann wird er das höchstwahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Als sechstes: Wer angreift, ist dominant. Greift ein Hund an, dann ist er meist verängstigt und weiß keinen anderen Ausweg. Hunde haben nachweislich in einer Konfliktsituation 4 Strategien: Flucht, Flirt, Erstarren oder Kampf. Die meisten Hunde entscheiden sich für die Flucht. Ist das allerdings nicht möglich, dann wählen sie den Kampf. Hat dein Hund Aggression gegenüber anderen Hunden, dann musst du einen kühlen Kopf bewahren und richtig reagieren. Als siebtes: Wenn der Hund sich die Lefzen leckt, dann hat er Durst. Ein Hund, der sich die Lefzen leckt, fühlt sich gerade unwohl. Das Lecken gilt als Beschwichtigungssignal und der Hund drückt aus, dass er gerade sehr unsicher und ängstlich ist. Statt einer Schüssel Wasser benötigt er jetzt Ruhe. Als achtes: Auf keinen Fall in die Augen schauen. Dem Hund nicht in die Augen schauen ist ein sehr pauschaler Ratschlag. Das Anstarren ist aus Hundesicht eine Provokation. Es gibt aber auch Hunde, die den Blickkontakt zu Herrchen oder Frauchen suchen, wenn sie mit ihnen kuscheln. In diesem Fall kann es die Bindung zu deinem Hund stärken, solltest du ihm in die Augen schauen. Als neuntes: Wer bellt, ist angriffslustig. Genau wie bei der Körpersprache muss auch bei der Lautsprache die Gesamtsituation betrachtet werden. Ein hohes, schnelles Bellen ist meistens ein Ausdruck von Freude und Erregung. Hohes Kläffen bedeutet eher Angst oder Aufregung und tiefes Bellen geht in Richtung Warnung. Dass ein Hund immer angriffslustig ist, sobald er bellt, ist daher ein Irrglaube. Als zehntes: Er hat ein schlechtes Gewissen. Darüber, dass Hunde keine Reue empfinden, sind Experten sich einig. Viele Hundehalter sind dennoch davon überzeugt, dass ihr Liebling ein schlechtes Gewissen hat, sobald er etwas angestellt hat. Fachleute sehen das allerdings anders. Der Hund spürt die Wut seines Besitzers und reagiert mit Beschwichtigung. Reue fühlt ein Hund nicht für Dinge, die er in unserer Abwesenheit getan hat. Als elftes: Gähnen bedeutet Müdigkeit. Wenn ein Hund gähnt, dann kann das viele Auslöser haben. Es kann auf Müdigkeit hindeuten, aber genauso Stress ausdrücken. Gähnen ist ein wichtiges Körpersignal, das viel über den Zustand deines Hundes verraten kann. Und als zwölftes: Mythos Welpenschutz. Leider ist der berühmte Welpenschutz nicht ganz wahr. Welpen aus der eigenen sozialen Gruppe sind oft okay, aber Fremde sind nur erwünscht, wenn sie sich gut benehmen. Es geht natürlich nicht jeder ausgewachsene Hund auf einen Welpen los. Seine Reaktion ist situations- und charakterabhängig. Einen generellen Welpenschutz gibt es bei Hunden allerdings nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen.
Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.